Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geißböcken vom 1. FC Köln. Erste Fußball-Bundesliga, Spieltag 11 steht auf dem Plan. Beim letzten Mal haben wir die dritte Runde des DFB-Pokals erreicht. Nach Verlängerung hieß es 4:2 für den 1. FC Köln bei RB Leipzig, dem Zweitligisten. Ach, und das waren echt 120 nervenaufreibende Minuten und vor allem auch kräftezehrende Minuten. Auch ein Grund dafür, dass wir heute mal ein paar Veränderungen vornehmen mussten, vor allem in der Offensive. In der Startaufstellung heute hat sich in der Abwehr zumindest nichts geändert. Hector, Heinz, Marot, Ulkowski bilden die Viererkette. Kevin Vogt und Bittencourt bleiben ebenfalls drin. Louis Schaub allerdings heute neu dabei anstelle von Jojic. Gerhard bleibt auf den linken Flügel. Jean Zimmer rückt auf die Rechtsaußenposition anstelle von Marcel Risse. Und Anthony Modest, der Ex-Hoffenheimer, die heute übrigens unser Gegner sind, ist sehr stark ermüdet und er hat selbst um eine Pause gebeten. Deswegen wird der Japaner Osako heute von Anfang an ganz vorne stürmen. Gegen die Hoffenheimer Kevin Kurani und Co. sind zu Gast heute am 31. Oktober im Rhein-Energie-Stadion. Und ich sehe gerade, das Wetter ist Regen. Sprich, es gibt also tatsächlich einen Unterschied, hatte ich schon vor einigen Parts vermutet. Es gibt einen Unterschied zwischen Regen und Schauer. Also mir ist schon bewusst, dass es da einen Unterschied gibt, aber dass FIFA darunter auch unterscheidet, war mir bis gerade eben neu. So, wissen wir das also auch? Und gucken auf die Parallelspiele des 11. Spieltages. Bremen gegen Dortmund, HSV in HSV-Derby gegen Hannover, Hertha gegen München-Gladbach und Stuttgart empfängt den Tabellenletzten aus Darmstadt. Köln momentan der Tabellenvorletzter und wir müssen langsam mal wieder Punkte holen. Und irgendwie habe ich den Satz, glaube ich, jetzt schon das 300. Mal in 13 Parts oder so gesagt. Aber heute sollten wir es nach Möglichkeit wirklich mal tun. Gegen die TSG Hoffenheim. Beim letzten Mal haben wir RB Leipzig, einen Antipathie-Club, möchte ich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Gegen so einen haben wir gewonnen. Und heute gegen, also die TSG Hoffenheim, die wahrscheinlich ein ähnliches Standing haben wie RB Leipzig. Wenn man nicht Fan von diesem Verein ist, dann findet man sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eher unsympathisch. Ich kann mich noch erinnern, als Hoffenheim aufgestiegen ist, vor ein paar Jahren, war es so ähnlich wie momentan die Situation bei RB Leipzig. Da wurde sehr viel gehatet gegen diesen Verein. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen zurückgegangen. Soll aber nicht das Thema sein. Wir gehen in den 11. Spieltag. Der Sieg gegen Leipzig hat Selbstvertrauen getankt und jetzt wollen wir die Serie mit einem zweiten Sieg in Folge fortsetzen. Stimmung, sie ist wie immer klasse bei Wind und Wetter hier in Köln-Müngersdorf, Rhein-Energie-Stadion, 31. Oktober, 15.30 Uhr, wir gucken auf Hoffenheim, die mit gerade im Tor spielen, Kim, Shea, Strobel, Kalarabek, Schweker, Rudi, Gärtner, Hamad, also da sind einige Akteure dabei, die man nicht unbedingt in der ersten Elf erwartet, auch Hoffenheim war natürlich unter der Woche im Pokal im Einsatz. Vielleicht auch deswegen ein bisschen Rotation bei den Kranichen, bei den Kreichauern. Aus Sinsheim, die TSG 1899 Hoffenheim. Im Regen von Köln stoßen wir an in der ersten Hälfte von links nach rechts. Heute wieder mal zur Abwechslung ganz in Weiß spielend gegen Kevin Kurani und Co. Und ziemlich dunkel hier in Köln. Als ob hier ein dunkler Schatten, ein dunkler Nebel über Köln liegen würde. Aber diesen Nebel, diesen Schatten wollen wir mit gutem Fußball vertreiben. Oh, und dann kann Bittencourt den Ball nicht kontrollieren. Kann er den sofort kontrollieren, hätte er nach oben zu Gerhard legen können, der völlig frei war. Wieder Leonardo Bittencourt. Aber bei dem Regen natürlich auch einfacher
als gesagt, bei diesen Platzverhältnissen den Ball sauber zu kontrollieren. Ulkowski. Der Ball ein bisschen zu kurz, aber Bittencourt kommt ran, aber verzettelt sich am Ende dann doch gegen zwei Hoffenheimer. Und die Gäste können das erste Mal den Ball laufen lassen. Hamad, der Schwede, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle momentan bei den Hoffenheimern. Wieder Hamad. Firmin Schwegler, der neue Kapitän der TSG. Kim, Stammspieler aus Südkorea, hinten links, hat sich dort absolut festgespielt. Kalarabek, Neuzugang, tschechischer Nationalspieler. Und jetzt Kevin Vogt dazwischen gegen Hamad, holt den Einwurf. Hoffenheim kommt noch nicht so wirklich nach vorne. Köln nah am Mann und bislang mit den wichtigen gewonnenen Zweikämpfen. Allerdings warten wir noch auf die erste Tormöglichkeit. Vielleicht jetzt über die rechte Seite. Gut gespielt. John Zimmer mit der weiten Flanke. Gerade im Tor dazwischen. Zweiter Ball bei Jonas Hector. Neuaufbau über Dominik Heinz. Ach, der Ball, der war viel zu lasch gespielt. Aber Bittencourt zum Glück aufmerksam. Klaut da Sebastian Rudi den Ball vom Fuß. Was macht Kevin Vogt denn da? Lässt den Ball durchtropfen. Aber Hector holt ihn zurück. Auch heute mit der Kapitänsbinde. Der Linksverteidiger. Und jetzt der lange Ball von Schaub. Klasse Zuspiel auf Leonardo Bittencourt. Aber sein Schuss in die Handschuhe. Kein Problem für Jens Grahl. Eigentlich nur Nummer 2 bei der TSG. Hinter Oliver Baumann. Zimmer. Hoffenheim findet in der Offensive bislang noch nicht statt. Nächster Angriff über Ulkowski und Zimmer. Gegen Kim. Kommt vorbei, wird gehalten, aber kein Freistoß. Alles noch im fairen Bereich, sagt der Unparteiische. Osako kam dann nicht ganz an den Flankenball heran. Hertling, auch er normalerweise eher in der zweiten Mannschaft der TSG beschäftigt. Der erfahrene Offensivakteur, Kurani. Oh, ein ganz leichter Schubser, ein ganz leichtes Halten da von Kevin Vogt, der auch heute wieder vor der Abwehr als Sechser spielt und er bekommt für diesen Einsatz den gelben Karton. Kann sich da nicht so wirklich erklären, warum der Fall. Seine Mitspieler erkundigen sich auch nochmal beim Schiedsrichter, was da los war. Ja, ein leichtes Halten da. Aber Kurani macht dann auch mehr daraus, als es eigentlich war. Naja, sei es drum, Kevin Vogt muss jetzt aufpassen, mit Gelb vorbelastet. Und der erste Offensivvorstoß, Fabian Scheer mit dem Kopfball, der Schweizer Nationalverteidiger. Zimmer, Schaub, ah, der wartet da zu lange, Schwegler dazwischen. Aber Hoffenheim spielt erstmal wieder hinten rum, Kalarabek über Hamad, sehr viele Ballkontakte, Fabian Scheer und Strobel, der Ex-Kölner, attackiert von Osako und der macht fast. Leider nur fast den Fehler. Hoffenheim wirkt hier etwas nervös. Findet nicht so richtig im Spiel nach vorne bis jetzt statt. Vielleicht jetzt. Mag gut. Ein Kölner Jung an seiner alten Wirkungsstätte. Neuzugang aus Heerenveen. Wurde in Köln nie so wirklich in den Profikader berufen. Flankenversuch abgefangen von Timo Horn. Dominik Heinz, ah, das war ein ganz, ganz schwacher Ball. Abseits, abseits, abseits von Marc Uth, den angesprochenen Kölner, der ja auch auf unserer Wunschliste steht. Ich würde ja gerne ein paar, ja, Urkölner, möchte ich sagen, Kölner Jungs hier nach Köln eben holen, falls das irgendwie zusammenpassen sollte. Und Marc Uth ist da auf jeden Fall eine Option. Der Stürmer, der in Holland ja sehr häufig für Heerenveen getroffen hat. Ulkowski. Und wieder John Zimmer gegen Kim. Der kriegt ihn noch überhaupt nicht in den Griff. John Zimmer! Und da ist das Tor! Nein, abseits! Oh, 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 oh. Ich wollte schon zum Jubeln ansetzen, beziehungsweise habe es schon getan. Gucken wir nochmal drauf. Zimmer, klasse Einzelaktion. Und dann beim Schuss von Zimmer steht Osako leider im Abseits. Schade. Ganz knapp
am 1:0 vorbei. Nächster Angriff, Schaub, Bittencourt, Osako. Ah, wartet zu lange, Osako. Muss nochmal hinten rum spielen. Lukowski, ah, den wollte ich so nicht spielen. Kein Problem für Hoffenheims Abwehr, da zwischen zu gehen. Aber jetzt Osako dazwischen. Jetzt die flache Flanke. Nein, die kommt hoch. Und viel zu weit für den kleinen Zimmer. Schade. Aber Hoffenheim, es bleibt dabei. Wirkt in ihren Aktionen sehr, sehr unsicher. Scheer. Sebastian Rudi, nächster technischer Fehler. Bittencourt. Bulkowski. Hoffenheim zieht sich extrem weit zurück. Wieder Bittencourt. Langer Ball Maro. Hector. Links ein bisschen Platz für Yannick Gerhardt. Kein Foul von Hamad. Hoffenheim mit dem Ball. Oh, können den Ball nicht ganz abfangen. Osako stark zurückgearbeitet. Vogt. Ah, Ball kommt wieder nicht ganz durch. Wenn wir noch ein bisschen konzentrierter in unserem Passspiel werden, ist hier heute was drin, glaube ich. Bittencourt. Schaut was. Aber trotzdem, egal wer es war. Angebliches Foul. In der Nachspielzeit, der ersten Hälfte. Schwegler darf nochmal den langen Ball in den Strafraum schlagen. Zweiter Ball, Louis Schaub. Und den Konter lässt der Schiedsrichter dann nicht weiterlaufen. Halbzeit in Köln, 0:0. Hoffenheim, erschreckend viele Fehler im Spielaufbau. Wenn wir mal die Chance haben, gegen einen geschwächten Bundesligisten zu punkten, dann sollten wir das heute wirklich tun. Vielleicht noch ein bisschen weiter, ein bisschen mehr investieren, vielleicht ein bisschen mehr riskieren auch, um ein Tor zu erzielen, denn Hoffenheim scheint heute wirklich schlagbar zu sein. Bremen führt gegen Dortmund 1:0, Hertha führt gegen Gladbach zur Pause 1:0, Stuttgart gegen Darmstadt 1:1, ansonsten noch relativ torarm dieser 11. Bundesligaspieltag. Guck mal kurz auf die Kondition unserer Akteure. Bittencourt schon wieder angeschlagen, genauso wie Vogt und Schaub. Die laufen aber auch sehr viel, unsere drei zentralen Mittelfeldspieler. Aber wir werden erstmal ohne Veränderung in die zweite Hälfte starten. Genauso wenig wie Hoffenheim, die weiterhin in Blau und Weiß spielen. Jetzt von links nach rechts. Aber das Spiel gegen Leipzig, es war relativ ähnlich. Da haben wir die erste Halbzeit klar dominiert. Aber dann eine erschreckend schwache zweite Hälfte dargeboten. Mal schauen, wie es heute wird. Verlagerung auf Yannick Gerhardt. Hector kommt mit und er hat jetzt mal ein bisschen Platz. Der FC-Kapitän gegen Hamad. Kommt vorbei. Der Ball war doch noch nicht im Aus. Oh. Wenn ich jetzt die Zeit hätte, würde ich die Wiederholung nochmal zeigen lassen. Aber es ist keine Zeit. Deswegen geht das Spiel direkt weiter. Was macht Kralen da? Was ist denn das? Und jetzt haben wir endlich mal Glück. Yannick Gerhardt lässt sich feiern. Auch wenn er eigentlich mit der Situation wenig zu tun hatte. Das war nämlich ein klares Eigentor. Und was ein Patzer von Jens Kral. Der Nummer 2. Der heute für Baumann im Tor steht. Und was ist das denn? Und da kannst du niemanden einen Vorwurf machen. Weder dem Wetter noch dem Platz. Das war einfach nur katastrophal von Jens Kral. In der Bundesliga ohne Tor. Wobei, eins hat er jetzt. Ein Eigentor. Und jetzt haben wir endlich mal das Glück und führen, na, aus dem Nichts möchte ich nicht sagen, aber wir führen mit 1:0. Und das hat irgendwie diese Unsicherheit im heutigen Spiel von Hoffenheim wiedergespiegelt. Diese eine Aktion. Aber vielleicht wachen sie jetzt ja auf. Wir müssen bisschen defensiver agieren und höllisch aufpassen. Strobel. Karl Rabeck. Wieder zurückgespielt. Kemin Schwegler. Kurani. Nochmal zurückgelegt. Guter Zweikampf da. Konterchance. Osako. Aber dauert zu lange beim FC. Hoffenheim wieder sortiert. Gerhard. Kevin Vogt. Oh, da wollte ich nicht hinspielen, aber kommt an bei Osako. Olkowski, Zimmer.
Ah, und dann der gut gedachte Ball da von John Zimmer kommt aber nicht an auf den linken Flügel. Konterchance. Hoffenheim, die machen das Spiel aber erstmal wieder langsam. Aber sie laufen jetzt in den Rückstand hinterher. Kalarabek. Ah, Vogt kommt dann nicht in den Zweikampf, schade. Guter Ball rausgelegt. Jetzt hat Hoffenheim da ein bisschen zu viel Platz. Köln kommt hier in die Zweikämpfe. Kevin Vogt hält dann das lange Bein dazwischen, klärt zur ersten Ecke der Gäste, die jetzt wechseln. Kevin Volland, bester Torschütze momentan bei TSG, kommt in die Partie. Wurde geschont, wie einige andere Stammspieler anscheinend auch. Aber jetzt muss Hoffenheim wechseln, offensiv wechseln und die Stammkräfte reinbringen, um hier noch zu punkten. Ecke, Sebastian Rudi, ein Ball für Timo Horn. Langer Abschlag, aber Osako ist da leider stehen geblieben. Gerade ist draußen. Und auch die Aktion alles andere als sicher. Und jetzt, oh nein, warum hat er geschossen? Ich habe die Kreistaste für den Zweikampf gedrückt. Eine gute Sekunde vorher hat er sich aber leider noch gemerkt. Schade. So die gute Konterchance dahin. Kim. Ausdauer wie ein Pferd. Kevin Volland mit dem Fehler gegen Vogt. Kein Foul. Und da unten, da läuft Jannik Gerhardt. Der schickt Osako. Kommt er dran? Er kommt dran. Osako. Die Riesenchance für den Japaner. Fabian Scheer hat ihn da nicht zu greifen bekommen. Und den muss er eigentlich machen. Ulkowski, Rudi. Ulkowski fehlt jetzt hinten rechts. Maro muss rausrücken. Kommt nicht dran. Wieder Volland mit der Hacke zurück. Flanke in den Strafraum, abgeblockt. Osako kommt nicht dran. Kalarabek. Das war auch riskant, aber gut gegangen. Aus Sicht des Rechtsverteidigers. Wieder Kalarabek. Schwegler, Kurani. Abgeblockt von Heinz. Nächste Konter. Situation. Bittenkurt. Gegen zwei Hoffenheimer bleibt hängen. Hamad bleibt ebenfalls hängen an einem Mitspieler, aber Uth setzt da gut nach. Gut, macht das gut. Und die Flanke in die Hände von Horn. Wir werden nochmal wechseln. Bittenkurt wird auf jeden Fall gehen. Ein etwas defensiverer kommt, denn Donker. Und ich denke, Osako wird ebenfalls gehen. Und wir bringen Leja Eseka als Konterspieler. Nagasawa kommt vielleicht auch noch später rein. Für Jannik Gerhardt wäre eine Option. So, Timo Horn hat alle Zeit der Welt. Wirft ihn mal zu seinem Rechtsverteidiger Ulkowski. Schaub, wieder Ulkowski. Zurück zu Schaub. Vogt, Osako, Schaub. Und der Versuch des Dribblings von Zimmer bleibt allerdings hängen. Hoffenheim so wieder mit dem Neuaufbau. Rudi. Aber Anfeuerungsrufe vom FC-Publikum. Die wittern hier auf einmal wieder ein bisschen Hoffnung, auch wenn der Treffer, der bislang einzige Treffer in dieser Partie, sehr glücklich zustande kam. Kopfball verloren von Maro. Aber die Distanz zu groß. Kein Problem für Horn. Guter Abschlag zu John Zimmer. Aber der Pass war wieder schlecht. In einem Wort, nicht gut genug. Okay, das waren zwei, drei Wörter. Aber ihr wisst, was ich meine. Wieder Horn. In der Schlussphase mit den meisten Ballkontakten beim FC. Gerhard. Konterchance über Osako. Aber der ist auch schon müde gelaufen, der Japaner. Arbeitet sehr viel mit zurück. Behält die Übersicht für Jonas Hector. Und der mit einer super Flanke. Aber Hoffenheim in der Mitte. Können sie klären zur ersten Ecke für die Gastgeber. Wechselzeit. Erstmal kommen die beiden belgischen Neuzugänge aus Anderlecht. Und auch Hoffenheim wechselt nochmal. Eduardo Vargas. Neuzugang vom SSC Neapel. Auch er eigentlich Stammspieler. Sprich, es wird noch offensiver bei den Gästen in den letzten 5 Minuten. Jetzt aber erstmal die Ecke. Und das machen wir einfach mal kurz. Denn Zimmer hat sich da weggestohlen. Und flankt gut. Aber nicht gut genug. Vargas klärt. Jonas Hector.
Klasse Anfeuerungsrufe hier vom FC-Publikum. Ulkowski, da musst du den Ball auch mal entgegengehen, mein lieber Freund. Aber Vogt holt ihn sich zurück. Klasse gemacht. Schickt Zimmer. Hat er noch. Komm. Super. Vogt. Zurück zu Zimmer. Kann den Ball aber nicht sauber kontrollieren. Iseka kommt nicht ran. Nochmal der lange Ball der TSG. Ball kommt irgendwie zu einem Hoffenheimer Angreifer. Volland. Ball in die Spitze zu Kurani. Maro dazwischen. Ulkowski. Weg das Teil. Nachspielzeit läuft bereits. Und da ist die Nachspielzeit dann auch schon um. Keiner weiß, wie genau. Aber der erste FC Köln gewinnt. Nach 8 sieglosen Spielen. Der zweite Heimerfolg. Nach dem 1-0 gegen Wolfsburg. Heute ein 1-0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Endlich mal ein bisschen Glück. Das Tor, ich habe schon gesagt, natürlich sehr, sehr glücklich für uns zustande gekommen. Hoffenheim hat da heute sehr, sehr viel mitgeholfen, dass wir diese 3 Punkte eingefahren haben. Aber am Ende, denke ich, doch verdient. Durch das Eigentor vom Hoffenheims Keeper Jens Grahl. Eins der kuriosesten Tore, das wollte ich sagen. Der Bundesliga-Geschichte ist heute hier in Köln geboren. Spektakulär dieser Sieg. An dieser Stelle muss ich diesen Part unterbrechen aufgrund eines unangekündigten Besuches. Deswegen kann ich euch an dieser Stelle jetzt nicht mehr die Noten zeigen. Aber dafür können wir uns gemeinsam natürlich nach unserem Sieg heute die Tabelle mal anschauen. Und wir sehen, wir sind einen Platz nach oben geklettert auf Platz 16. Allerdings hat der FC Augsburg noch 2 Spiele in der Hinterhand. Und einige Teams vor uns haben nur 1 Punkt mehr. Unter anderem Frankfurt, Leverkusen, Ingolstadt, Hoffenheim. Das ist wirklich noch alles sehr eng zusammen, liebe Freunde. Wenn wir schon mal dabei sind, wir gehen nochmal eben einen Tag voran, um uns auch die Sonntagsergebnisse des Spieltages anzuschauen. Denn dann ist der 11. Spieltag auch komplett und wir sehen, Leverkusen hat in Wolfsburg gewonnen. Leverkusen ist gleichzeitig auch unser nächster Gegner. Augsburg gegen Mainz spielten torlos 0-0. Und damit sind wir wieder auf Platz 17 zurück beordert worden, auf einem direkten Abstiegsplatz. Aber auch Darmstadt hat jetzt 2-mal in Folge gewonnen anscheinend. Also der Abstiegskampf, der verspricht außerordentlich spannend zu werden. Auch wenn der Spielplan wirklich sehr, sehr merkwürdig ist. Bremen und Wolfsburg haben schon 12 Spiele, Augsburg und Dortmund erst 10 Spiele. Also das war wieder ein Rückschritt in die falsche Richtung, liebe Entwickler von EA. Ich wollte noch mal ganz kurz oben gucken, denn dort haben sich die Bayern und Schalke schon ein bisschen abgesetzt. Hannover weiterhin das klare Überraschungsteam, momentan auf Platz 3. Dortmund auf 4, HSV und Hertha knapp dahinter, momentan auf den Europa League. Rängen. Die Akteure der Woche gucken wir auch mal ganz kurz rein, aber da sehen wir kein Kölner dabei, aber dafür sehr viele Leverkusener und Mainzer und 2 Augsburger sind auch noch mit dabei. Spiel des Monats bekannt gegeben, das wurde Franck Ribéry natürlich vom FC Bayern. Sven Bender fällt 5 Wochen für Dortmund aus und wir haben gerade gesehen, Frankfurt hat den Bayern die erste Niederlage der Saison beigebracht. Deswegen die Schalke auf einmal wieder punktgleich aufgerückt zu den Bayern. Top-Torjäger können wir auch mal ganz kurz vorbeischauen. Da führt weiterhin Erdinsch von Hannover 96, gefolgt von Alex Meyer, dem aktuellen Torschützenkönig, und Lewandowski. Und sieh mal an, Dominik Strohengel für Darmstadt schon 5 Tore geschossen, gefolgt von Di Santo, Müller, Marco Höger, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, auch ganz gut dabei. Top-Vorlagengeber Castro, Marco Reus, Stocker jeweils 4 Vorlagen, gefolgt von Raphael Verhaag, Jonathan Schmid und Timo Werner vom VfB Stuttgart. Und wir haben einen neuen Monat, aber zuallererst müssen wir erstmal wieder das Training einstellen. Vorherige Einheit laden und ich überlege gerade, Bittencourt wieder eine neue Übung zu geben.
Da wir einen neuen Monat haben, müsste ich eigentlich auch die Spiele einmal komplett austauschen. Aber diese Einheit lasse ich nochmal mit diesen Spielern hier absolvieren. Aber was sollst du machen? Du kannst dich mal in Passen eigentlich verbessern, oder? El Rondo. Pässe beherrschen. Lange Pässe und Übersicht würdest du da trainieren. Ah, da trainiert man immer nur zwei Fähigkeiten beim Passen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht mal im Schießen. Schussgenauigkeit. Abschluss und Schusskraft. Komm, machen wir das mal für den Leonardo Bittencourt. Ein bisschen torgefährlicher kann er natürlich auch noch gerne werden. Dann simulieren wir einmal alles durch. Und die Noten sehen gar nicht so schlecht aus. Vor allem bei Dominik Heinz. Der macht sich in letzter Zeit sehr, sehr gut und hat sich auf eine 74 verbessert. Sehr, sehr gut. Und ich glaube auch Iseka hat mittlerweile einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Denn Donka auch mal mit einer Note B zur Abwechslung eine gute Trainingsleistung. Und wir gucken mal ganz kurz auf den Teambericht. Neuer Monat, neues Glück, neue Stärke-Updates. Ulkowski, Maro, Dominik Heinz haben wir gerade gesehen, schon um 3 Stärkepunkte in dieser Saison nach oben. Hector ebenfalls einen Punkt nach oben, jetzt schon auf einer 79. Marktwert 10 Millionen Euro. Da werden vielleicht im Winter schon einige Vereine bei uns anklopfen. Leonardo Bettencourt haben wir auch gesehen, auf eine 76 verbessert durch sein individuelles Training. Gerhard ebenfalls einen Stärkepunkt nach oben auf eine 74, sehr schön. Iseka schon wie vermutet auch einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Denn Donka Schaub noch ohne, Sörensen 75, Schlupp 70. Barry, der muss sich auf jeden Fall noch, gerade im Technikbereich, noch ordentlich verbessern. Aber dafür lassen wir ihn ja regelmäßig trainieren. Nagasawa hat sich auch schon ordentlich verbessert, sehr schön. Osako auf eine 74 hoch. Lehmann hatte einen Stärkepunkt verloren. Nascimento sogar einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Und auch Bad Finne, momentan verliehen, ein weiterer Stärkepunkt hinzu. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch 2 E-Mails bekommen. Frankreich ist abgegrast. Und Modest sagt, danke Chef, danke, dass Sie mir eine Auszeit gegeben haben. Ich fühle mich fit und kann im nächsten Spiel wieder angreifen. Alles klar, Modest zufrieden, dass er gegen seinen Ex-Verein nicht ran musste. Hat er auch für uns so zu einem knappen Sieg gereicht. So, jetzt wollte ich noch den Scout, der Frankreich gescoutet hat, woanders hinschicken. Zielort bitte ändern. Und zwar waren wir noch nicht in Italien. Die Wahrscheinlichkeit, dort Spieler zu verpflichten, ist zwar relativ gering, aber trotzdem kann er sich dort auch mal ein bisschen umschauen. So, ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel zu machen. Bis zum nächsten Bundesligaspieltag voran zu pressen. Und da kommt es zum Derby. Das rheinische Derby gegen Bayer Leverkusen. Und wir haben schon wieder bald Länderspielwoche, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder war das eine Länderspielwoche? Ne, jetzt kommt eine Länderspielwoche. Jetzt haben wir wieder dann knapp 2 Wochen Zeit bis zum nächsten Bundesligaspiel. Sprich, im nächsten Part wird es dann wahrscheinlich auch wieder eine kleine Trainingssession geben. Wir gucken erstmal, wer für das Nationalteam abgestellt wurde. Nur ein einziger, nämlich unser Rechtsverteidiger Pavel Ulkowski. Interessant. Aber auch gut für Dani Dattel, dass das Team mal über 2 Wochen auch zusammen bleibt. Da kann man noch ein bisschen besser mit der Mannschaft trainieren. So, in Spanien wurden ein paar Speeder gescoutet. Zum Beispiel der gute Joni oder Joni, Joni, ne, Joni spricht man ihn, glaube ich, aus. Ist ja ein Spanier. Aber Spanier verpflichte ich auch eigentlich relativ ungerne. Lassane Bangura aus Guinea müsste das, glaube ich, sein. Der schon mal sehr gute physische Attribute mitbringt. Rechtes Mittelfeld. 23 Jahre jung. Wisst ihr was? Den lassen wir mal beobachten und setzen ihn auf unsere Wunschliste. Cristiano Biraghi. Ein Italiener, der in Spanien spielt, bei Granada. Jordi Figueiras, Kollege von Rafael van der Vaart und Heiko Westermann bei Betis Sevilla. Westermann ja vor kurzem mit einem absoluten Traumtor für Schlagzeilen gesorgt. Der ehemalige HSVer. HW4 ist halt wirklich ein Tier. Sofiane Figuli,
der Algerier, natürlich ein absoluter Topspieler bei Valencia, da werden wir keine Chance haben, ihn zu verpflichten. Eva Banega, eigentlich auch völlig utopisch, dass Köln ihn verpflichten könnte. Ist allerdings einer meiner absoluten Lieblingsspieler auf seiner Position. Ich sehe ihn nicht mal unbedingt als ZOM, schon eher als Achter als als Zehner. Sehr guter Stratege, aber wahrscheinlich viel zu unrealistisch. Deswegen müssen wir ihn wohl auch leider streichen, genauso wie Jonathan Pereira. Und der Rest war oder sind schon Spieler, die er vorher gescoutet hat. Alles klar. Aktuell ist aus Volland, bitte nicht löschen. Das wollte ich noch lesen. Da ist wohl noch ein Spieler hinzugekommen. Georgos Katsikas. Klingt griechisch, ist auch so. Aber den finde ich eher uninteressant. So, die anderen Spieler hat er sowieso schon gescoutet. Beziehungsweise ist er gerade dabei, diese zu scouten. So, können wir ganz kurz auf die ersten Ergebnisse des 12. Spieltages gucken. Da hat zum Beispiel Dortmund überraschend verloren. Eigentlich schlecht für uns. 0-1 gegen Augsburg. Gladbach unterliegt Ingolstadt mit 0-2. Darmstadt holt den nächsten Punkt. 1-1 gegen Hamburg. Die Bayern gewinnen gegen Stuttgart 3-1. Hannover torlos gegen Hertha. Mainz und Wolfsburg trennen sich 1-1. Interessant, interessant. Gucken kurz auf die Tabelle. Das setzt uns schon wieder ein bisschen mehr unter Druck, dass Augsburg da vor allem überraschend gewonnen hat. Sind jetzt 3 Punkte vor uns. Frankfurt und Hoffenheim ein Pünktchen vor uns. Darmstadt nur ein Punkt hinter uns. Also wir sind auf jeden Fall wieder gefordert beim nächsten Mal gegen Bayer Leverkusen. Wo stehen die momentan? Ah, durch einen Sieg haben die sich immerhin schon mal auf Platz 10 hochbefördert. Das kann ganz schnell gehen. Ich habe es schon mal angesprochen vor kurzem. 2 Siege nacheinander und man steht eventuell schon wieder im Tabellenmittelfeld. So schnell geht das im Moment in der Fußball-Bundesliga. Mit dem heutigen Sieg, auch wenn er etwas glücklich natürlich zustande kam, sind wir trotzdem motiviert und haben noch mehr Selbstvertrauen für die nächsten harten Aufgaben. Und beim nächsten Mal lautet die nächste Aufgabe Bayer 04 Leverkusen. Wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 16. Karrieremodus mit den Geißböcken vom 1. FC Köln. Dann schauen wir uns beim nächsten Mal das rheinische Derby an. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn ja, würde es mich freuen. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.